Servus Leute und hallo und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, wie ihr hört im Hintergrund, die Kramerle. Ja, ich schrut wieder getraut. Da außen, der Silo Ballen ist Afort. Der Erststoff hat ja eigener ist verfüttert. Und die Netze gut drin. Ja, und was wir jetzt brauchen, weicht nichts mehr umhoch. Loche ist leer. Hei und Strom muss rauf. Das machen wir mit dem Radlader. Die lassen wir den Ball weiter laufen. Ja, das soll in der Lago gehen. Das Erststoffhaus ist voll. Lass mir dabei ein wenig rödeln, das kann ich voll auch. Da brauche ich nicht dabei stehen bleiben und aufpassen. Wenn ein Stau oder sonst was reinkommt, dann fliegt es mir sowieso um die Ohren. Ob ich jetzt daneben stehe oder nicht, vielleicht besser, wenn ich nicht direkt daneben stehe. So, brauchen wir den Radlader. Stadel ist schon offen. Radlader steht da. Mulden noch nach. Auf geht's! Thank you.
So, ich bin ja vorhin mit am Ballen abgehaut. Ja, dann habe ich gleich nur jetzt die Schweine, der war dann dort eingestreut. Ja, Radlader und Mulden sind wieder aufgerammt. Stadtelstor muss ich noch zumachen. Steht noch offen. Und wie der 6. MP-Trag steht jetzt da rum. Nein, es ist noch nicht losgegangen, aber wir haben noch umgeparkt, weil wir noch Holz und Reisig kriegen. Und da muss man da unten rein. Und ja, dass halt der Platz ist, haben wir jetzt da raufgestellt. Die Bremse hält ja, also von daher ist es kein Problem. Kann man da auch abstellen. Braucht es auch keine Unterlegkabel. Die Bremse ist fest. Sobald du den Druckluftschlauch wegmachst, die Ventile jetzt durch die Temperatur nach, da geht überall die Luft raus. Der steht sofort. Ja, da braucht man auch keine Angst haben, wenn eine Luftleitung oder was durchzwickt. Da passiert nichts. Gar nichts. Ja, auf jeden Fall steht der jetzt da rum. Wir machen jetzt dazu. Kram ist dann wieder hin. Mähdrescher, das ist ja auch wieder unten. Ist ja alles wieder aufgerammt, umgebaut, hin und her gerammt. Einhaken. Ja. Ja. Schrotmühle habe ich auch ausgeschaltet. Die ist auch fertig. Die zwei Donner sind voll. So wurde es gedacht, dass das wieder da ist. Ja. Und dann. Ach Gott. Und dann passt es eigentlich auch schon. Jo. Das neue Bulldogler. Der neue alte. Gut. Schauen wir, dass wir zu den Schweinen kommen und dann Feierabend machen. Ich hetze mich heute ein wenig, ich möchte nämlich pünktlich Feierabend machen. Aber das war ich nicht ganz schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich befürchte, das 6er Leiden haben wir schon durch. Oh ne, 4 Minuten. Na gut, schaffe ich nicht mehr. Egal. Es wird. So, endlich fertig. Boah. Ja, schwitze durch wie ein Ochs. Das werden wir sehen. Wahrscheinlich Rotbäckchen. Naja, es ist halt einfach so, ne? Wenn man arbeitet und draußen ist kalt und man schwitzt. Naja. So, bei den Schweinen bin ich auch durch. Ich habe ihnen gerade noch ein Mega-Silo rein. Die Oma frisst so. Die anderen haben da drüben noch was. Der hat auch was. Hey, Grüße. Ja, das ist der Feine. Tja. Habe ich ihnen noch was rein. Die haben ja schon 3 Arme gehabt. Naja. Gut. Für mich ist jetzt danach Feierabend. Geschafft. Jetzt gehe ich noch auf Abendessen und dann werde ich duschen. Und dann pflanze ich mich ein wenig aufs Sofa und gucken, was ich dann mache. Mal sehen. Auf jeden Fall heute nicht mehr viel. Ja Leute, und damit geht dann die Woche eigentlich schon wieder zu Ende. Wir haben Freitag und ja, gibt noch eine kleine Neuigkeit. ja, gefilmt habe ich halt nichts. Weil eigentlich nichts passiert ist, was filmenswert gewesen wäre. Ich habe die Woche einmal mit meinem Vater zusammen noch einen Siloballen verfahren. War Zeit, dass man Ballenzanger hat. Ist trotzdem irgendwie scheiße ohne. Die wohnen ja im Container drin und die aufzunehmen. Ja, richtig kacke. Ja, sowas kommt dann definitiv noch, so ein Ballenzanger. Das ist Fakt. Das habe ich nicht gefilmt. Das war eine Plagerei, den scheiß Ballen da rauszubringen. Zu zweit waren wir dort. Gezogen an den Ballen, geschoben an den Ballen, der war ja richtig da unten drinnen gesteckt, den hast du ja bald nicht rausgebracht, mit 2 Seile um den Ballen rum und dann mit dem Radlader rausgezogen, Palettengabel davor gezwickt, mit die Seile auf die Palettengabel drauf, ne, ein Scheiß, nicht empfehlenswert, ne, wie gesagt, war Zeit für Ballengabel, Ballenzanger, dass das ein wenig einfacher wird, vor allem wenn ich zukünftig mehr Ballen machen möchte. Ja, ich meine, das rentiert sich eigentlich nicht so ein Ding. Wir können da einen normalen so einen Ballen, ja, Gabel nehmen oder auf die Palettengabel Rohr drauf machen oder so, aber nee. Ein Zanger ist doch praktisch schön, da kann ich die Dinge schön schlichten, schön umparken und Ding. Ich denke, das ist trotzdem die Lösung. Da werde ich mir noch einer kaufen. Muss jetzt bloß einmal gucken, ob ich es mir jetzt schon bestelle, weil ich habe auf jeden Fall vor, ist doch fest eingeplant, heuer die alte Bulldog-Garage wegzureißen
Fundamente gießen, aufmauern, Doch drauf gießen und schaue, dass ich endlich eine Bulldog-Garage für meine zwei Bulldog fertig bringe. Und vielleicht zu groß gebaut, dass ich ja die Pflüch mit neu bringe. Oder den An. Ich bin am Überlegen, ob ich den An-Eiche-Pflug vielleicht verkaufe. Ja, den Blauer habe ich mir hergerichtet. Das ist der mit der Starrsicherung. Der Ruder ist noch nicht hergerichtet, ob ich zwei Teile liegen, aber ich bin am Überlegen, ob ich den vielleicht veräußere. Weil eigentlich zwar brauche ich nicht. Das ist ja Quatsch, ich habe ihn eigentlich gekauft. Als Ersatzteilspende, aber jetzt wurde er so gut beieinander. Naja, jetzt habe ich halt zwar rumstehen im Endeffekt. Und normal brauche ich das nicht. Aber mal gucken, was ich mache. Sehe ich schon. Also, falls da jemand dabei ist, ich hätte noch einen Zwarschuhpfluch mit neuer Pflugschuhe. Ich muss halt aber wenigstens das Geld holen, was die Schuhe kostet haben. Die waren nicht billig. A-Schuhe 60 Euro. Das sind 4 Stück. Und den Pflug. Naja, 150 noch. Kommen Sie sehr hochrechnen. Wenn nicht, hebt sich ja auf. Zur Not baue ich noch ein Einzelteil auseinander und loche ein Ei. Da habe ich wirklich noch Ersatzteile oder so. Machen wir schauen. Ist ja kein Stress. Ja, auf jeden Fall ist so geplant, die Garage zu bauen. Muss gehen. Ob man mit dem MP-Draco hier noch anfangen, lassen wir mal in den Raum gestellt. Als nächstes jetzt, wenn der vorher den Smart fertig hat. Ist die Kreiselecke noch drauf? Bei meinem Auto ist noch großer Kundendienst und dann schauen wir mal, was kommt. Ja, jetzt bin ich wie gesagt am Überlegen: Ballenzanger kaufen oder nicht kaufen. Mehrwertsteuersenkung gibt es auch nicht mehr. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht recht, aber wenn ich es hätte, hätte ich es. Werde ich sehen. Ja, fürs Wochenende ist jetzt geplant, am Sonntag werden wir gebacken. Und. Ja, wie gesagt, Freitag gibt es noch eine Neuigkeit. Ich habe heute nichts gearbeitet und ich werde zukünftig auch Freitag nichts mehr erben. Wer sich jetzt fragt, wie geht denn das? Ja, ich mache weniger Stunden. Ich verbringe lieber ein wenig mehr Zeit mit meiner Arbeit. Das klingt jetzt vielleicht bescheuert, weil kriegt man ja weniger Geld und ja, man hat auch weniger Urlaub. Aber ich habe im letzten Jahr eigentlich eine Mini und Zeug gehabt. Das habe ich mir idealerweise immer auf Freitag gelegt, weil es eher 5,5 Stunden durch war. Beziehungsweise 6 Stunden, wenn sie Pause dazu rechnest. Und ja, es bietet sich eigentlich einmal an, wenn du irgendwelche Termine hast mit Tierarzt und Amt und was der Teufel, dass da einen festen Tag immer hättest. Und so hat sich das jetzt angeboten. Ja, ich sage, ich kriege ein wenig weniger, aber es ist für mich akzeptabel. Ich habe das ja schon mal gehabt. Wer meine Videos ganz vom Anfang kennt, der müsste es eigentlich wissen, dass ich schon mal weniger gemacht habe. Ja, und ich habe mich auch da wieder dazu entschlossen. Ich war über die Runden gekommen, so ist es nicht. Ja, da war muss er. Weil, wie gesagt, die Arbeit war da doch mehr. Freiwillig mehr, sage ich einmal. Aber es ist ja mit einem gewissen Ziel gesetzt. Das werde ich vielleicht irgendwann dann einmal mitkriegen. Schauen wir mal. Jo, ansonsten, was ist die Woche noch passiert? Zielerbahn verfahren. Jo, und ansonsten war eigentlich nichts mehr. Morgen gehe ich wieder einkaufen. Beim Metzger meines Vertrauens, ja. Gute Bekannte. Gibt dann wieder Schweineoberschollen, schneide Schnitzel draus und Rindfleisch, Hackfleisch zum Durchlassen für Hack. Und außerdem habe ich mir bestellt Schweinebauch und Darm, weil ich möchte auch mal Polnischer selber machen. Genau. Das ist so der Plan. Jo, schauen wir mal. Vielleicht kommt das dann im Neujahr-Video mal mit. Muss ich schauen. Wie gesagt, das ist der allererste Versuch. Die müssen ja auch gerachert werden. Gucken wir mal, ob ich das mitfilme. Dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit bei mir. Seit mittlerweile, heute ist es eine Woche, wohnt der Amun mit da. Das war eigentlich meine Schwester hier gerade. Die hat mich aber gefragt, weil sie viel unterwegs ist. Und jetzt viel bei ihrem Freund schläft, ob ich ihn nicht aufnehmen könnte, weil sie beruflich, da ist es für sie einfacher, wenn sie in der Stadt drin ist. Ja, habe ich gesagt, ja, probieren, wenn es gut geht mit den anderen. Kann man schon mal machen. Das ist der Amun. Amun? Du hast Püppchen. Gas. Los, na. Wehe. Ja, der wohnt jetzt, wie gesagt, eine Woche da rum.
Der ist ausgewachsen. Also nicht, dass ihr jetzt auch nicht denkt. Ja. Genau. Und sonst gibt's eigentlich wirklich nichts Neues. Nö, gibt wirklich nichts Neues. Ja, das wär's gewesen. Richtig. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's jetzt dann definitiv für das Video. Wie gesagt, die Woche ist auch mal weniger passiert. Schauen wir mal, was nächste Woche kommt. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder. Bis dann doch. Servus.